Lieber Herr Ressel, liebe Frau Fezer, lieber Herr Hertfelder, liebe Familie Heuss, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier vor Ihnen sprechen darf. Ich habe ein wenig gebangt, weil die ganze Woche meine Kinder sehr krank waren mit diesem hohen Fieber, das so viele Kinder im Augenblick haben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, hoffentlich erwischt es mich nicht. Ich habe diese Woche noch zwei Events und einer ist schon abgesagt worden. Also es beutelt uns alle gerade ganz ordentlich. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Und Gott sei Dank hat mir niemand vorher was von diesem 25-jährigen Jubiläum gesagt. Da wäre ich ja noch nervöser gewesen. Ich bin so schon zutiefst geehrt und zutiefst erfreut, dass ich hier heute stehen darf und diese Aufgabe meistern darf einer Theodor Heuss Gedächtnisvorlesung. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es das Vierteljahrhundert ist, das sich hier jährt, die 25., wäre ich vielleicht gar nicht gekommen. Das wäre mir einfach zu anstrengend gewesen, dieser Druck auf mir. Und ich muss Ihnen einmal ganz kurz sagen, da kann ich jetzt doch nicht an mich halten, was vor 25 Jahren mir widerfahren ist. Das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber es hat einen Bezug zu Stuttgart. Und zwar war 1997 mein Abiturjahrgang. Verrate ich jetzt auch ein bisschen mein Alter natürlich. Und ich war 1997 nach meinem mündlichen Abitur, das war im Juni 1997, in Stuttgart auf einem Handballcamp. Das ist eine sehr prägende Erfahrung Ihrer Stadt gewesen. Und die muss ich jetzt einfach noch mal eben ganz kurz aufrufen, weil ich da sehr, sehr sportliche, aber auch soziale Erfahrungen gemacht habe in Ihrer schönen Stadt in einem Sportzentrum. Und das passt zum Thema, ich werde noch darauf zurückkommen. Eigentlich aber freue ich mich deswegen ganz besonders, dass ich in Stuttgart sein darf, weil es hier eins meiner absoluten Lieblingsprojekte gab in dieser gesamten furchtbaren Corona-Pandemie, die wir miteinander erlebt haben. Und ich möchte das als allererstes einmal ganz kurz erwähnen. Das ist ein Projekt, das Sie alle kennen, wo vermutlich einige von Ihnen mitgewirkt haben und das wirklich mein Herz sehr erfreut hat, als ich davon gehört habe und das ich immer wieder als ein Beispiel für ein ausnehmend gelungenes zivilgesellschaftliches Projekt zitiere. Und das ist das Projekt aus Stuttgart, von den Stiftungen organisiert, von Unternehmen mitorganisiert, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft mit unterstützt, mit ganz viel Tatkraft, ganz viel Zusammenarbeit, das Projekt Welcome Back für Ihre Stuttgarter Schülerinnen und Schüler, die im September 2021 ein Programm erfahren haben, das Ihnen Danke sagen sollte, das Ihnen eine kleine Aufmerksamkeit mitgeben sollte, und dass Ihnen vor allem ein breites Programm an Angeboten, an Kursen, an Freizeitgestaltung angeboten und zur Verfügung gestellt hat. Und das ist aus meiner Sicht ein absolut exemplarisches Beispiel dafür, wie man Resilienz verbessert. Und damit bin ich am Ende meiner Rede und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, um Gottes Willen. Das war natürlich nur der kurze Aufgalopp, aber wie man das in manchen Theateraufführungen oder auch Filmen hat, beginnt man gerne mit der Endszene. Also Sie haben hier einen kurzen Ausflug zur Resilienz, zu der ich zum Schluss meiner Ausführungen komme. Ich hatte eine Rede geplant, als wir vereinbart hatten, als ich die Einladung angenommen habe, hier zu Ihnen zu kommen, bei der ich dachte, da kann ich was ganz Versöhnliches machen. Da kann ich Lehren ziehen aus diesen Entbehrungen der letzten Zeit. Da wird die Pandemie überwunden sein und wir werden ganz viel gemeinsam gelernt haben. Ich bin insbesondere im Sommer 2021 wirklich hausieren gegangen, auch bei öffentlichen Auftritten, und habe immer gesagt, was man braucht nach so einer Krise, ist der Dreiklang: Aufarbeiten, Lernen, Heilen. Wir haben enorme Verluste erlebt, wir haben eine tiefe Verunsicherung erlebt, die unser aller Alltagsleben durchwirkt hat. Das müssen wir bearbeiten. Und ich hätte Ihnen erzählt, wie toll wir das als Land und als Gesellschaft bearbeitet haben und was wir daraus gelernt haben.
Und ich hätte mich bezogen auf Theodor Heuss, der in seinem Leben einige, also die größten Krisen des 20. Jahrhunderts erlebt hat und der als Inspirationsquelle gedient hätte, wie man auch nach Krisen und aus Krisen Kraft und Inspiration schöpfen kann für etwas enorm Großes, Gutes und Neues. Unser Grundgesetz, als Vater des Grundgesetzes, wohl eine der zentralen Grundstrukturen unseres Landes. Und wir hätten eine versöhnliche, wunderbare Zeit miteinander gehabt. Leider kann ich diese Rede nicht halten. Denn anstatt, dass wir gemeinsam ab dem Sommer 2021 einen solchen Prozess durchlaufen konnten, anstatt dass wir jetzt Ende des Jahres 2022 auch schon die Heilung zumindest zu einem Teil hinter uns gebracht hätten, kam genau zu dem Zeitpunkt, als vielleicht die meisten von uns dachten, jetzt ist das mal vorbei, jetzt kommt mal der Frühling und jetzt können wir endlich gemeinsam arbeiten und bewältigen, der Krieg. Frau Fetzer hat es gesagt, der Begriff in aller Munde ist die Multikrise, der Krieg, die Inflation, die Energiekrise, über allem schwebt die Klimakrise. Wir sind in der Multikrise und in der Permakrise. Wir erleben die nächsten schweren Erschütterungen und wir haben die Phase der Aufarbeitung dieser Pandemie, die wir so dringend gebraucht hätten, überhaupt nicht gehabt. Und sie fehlt. Und ich bin mir sehr sicher, dass, wenn ich Ihnen gleich einige der Analysen vorstelle, die ich mit Ihnen besprechen möchte, dann werden Sie mir vielleicht zustimmen darin, dass ich glaube, dass dieses Fehlen einer solchen Aufarbeitung einige der Phänomene, die wir heute sehen, tatsächlich jedenfalls mitbedingt. Das heißt also, wir haben eine Zeit der Krisen, die weitergehen werden. Und Sie alle wissen, dass Wort des Jahres 2022 nicht ganz überraschend ist die Zeitenwende. Und ich glaube, die Zeitenwende ist deswegen das Wort des Jahres 2022 nicht, weil sie der Bundeskanzler in einer bestimmten Rede zu einem bestimmten Thema gehalten hat, sondern weil wir tatsächlich eine solche Zeitenwende im viel fundamentaleren Sinne erleben. Wir gehen jetzt in Zeiten der Dauerkrise. Und als Mutter von zwei Schulkindern ist das ein sehr seltsames Gefühl. Ich gehöre zu dieser glücklichen Generation, die eigentlich nur Wohlstand, Frieden und ein glückliches Leben erleben durfte. Und die dann, auch das hat Frau Fetzer schon angedeutet, in den ausgehenden frühen 2000ern, so wie wir alle erleben mussten, es beginnt mit den Krisen und jetzt sind wir in den ganz existenziellen. Ich glaube, da liegt etwas sehr Schwieriges vor uns und deswegen wird meine Rede deutlich weniger positiv und deutlich weniger abschließend und versöhnlich, als sie es gewesen wäre, sondern sie wird fragender. Ich werde einige schwierige Entwicklungen skizzieren, aber ich verspreche Ihnen, und das war gerade der Teaser, ich ende in der Resilienz. Meine Zuversicht ist ungebrochen und die möchte ich natürlich mit Ihnen teilen. Ich beziehe mich ein wenig auf die Arbeit des Deutschen Ethikrates, denn wir haben zumindest das Lernen ein wenig durchexerziert. Wir haben tatsächlich eine Stellungnahme zu den Lehren aus der Pandemie gezogen. Das heißt, wir haben die eine Krise durchanalysiert. Das möchte ich mit Ihnen teilen. Und dann werde ich das ein wenig übertragen. Und lassen Sie mich da bitte unterstreichen, dass ich das ganz, ganz bescheiden tue und mir niemals anmaßen würde, die hohen Maßstäbe, die Sie durch die Vorrednerinnen und Vorredner und noch mehr durch den Namenspatron hier aufskizziert haben, auch nur im Ansatz erfüllen kann. Wenn ich den ein oder anderen Impuls in die Zukunft setze, dann bin ich schon sehr zufrieden. Wir haben zwei, drei eigentlich große Kategorien im Titel meiner Ausführungen, Resilienz und Freiheit. Und es muss noch ein dritter hinzu für die Lehren. Und mit ihm möchte ich beginnen. Ich möchte beginnen mit Ihnen über drei
Begriffe zu sprechen, drei große gesellschaftliche, wenn Sie so wollen, ethische Metakategorien, die wichtig sein werden für die nächste Zeit. Und das ist die Verletzlichkeit oder Vulnerabilität. Da möchte ich eine Rückschau halten und ein wenig in die Vergangenheit, in die ganz jüngere Vergangenheit schauen. Das ist die Freiheit. Wenn man die Theodor Heuss Gedächtnisvorlesung hält, kommt man nicht um den zentralen Begriff des demokratischen Liberalismus herum, darf es aber auch nicht, denn er ist einer der zentralen Begriffe, die gegenwärtig in enormer Spannung stehen. Und dann möchte ich den Blick nach vorne wenden, in die Zukunft und mit Ihnen noch ein wenig darüber sprechen, was wir brauchen, um tatsächlich resilienter zu werden und gut durch die nächsten Jahre und ich möchte fast sagen Jahrzehnte zu kommen. Beginnen wir mit dem Begriff der Verletzlichkeit. Das ist etwas, was sich der Deutsche Ethikrat sehr intensiv angeschaut hat. Wir haben uns angeschaut, wie hat sich die Corona-Pandemie auf uns alle ausgewirkt und festgestellt, dass es eines der wenigen Ereignisse war, die jedenfalls ich in meinem Leben erinnern kann und vermutlich die meisten hier im Saal auch, die so tief die gesamte Gesellschaft betroffen hat, dass wir so viele unterschiedliche Vulnerabilitätserfahrungen gemacht haben. Wir haben Vulnerabilität erlebt in unterschiedlichen Formen, individuell, medizinische Vulnerabilität. Sie wissen, es gab diejenigen, die sich besonderen Risiken ausgesetzt haben. Sie erinnern sich an die Ärztinnen und Ärzte. Man sah das zunächst in anderen Ländern, die sozusagen noch notdürftig verhüllt sich enormen Risiken aussetzten in der Behandlung. Später war das bei uns die Pflege oder war es die Kassiererin, die gerade in den Anfangsphasen, als wir noch nichts hatten, so richtig dem Virus entgegenzusetzen, da sehr verletzlich war. Aber auch gleich von Anfang an war klar, sehr alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen sind besonders medizinisch verletzlich. Schnell stellte sich aber auch heraus, dass es andere Formen dieser Vulnerabilität gibt. Psychische Vulnerabilität, die hatten wir am Anfang nicht so sehr im Blick, die hat sich aufgebaut. Die Ängste, die Belastungen durch das Leben in der Pandemie, durch die Verluste, die wir durch die Maßnahmen der Beschränkungen erfahren haben. Ökonomische Verletzlichkeit und Vulnerabilität vollkommen klar. Diejenigen, die in ihren beruflichen Kontexten eingeschränkt waren, die den Job verloren haben, deren Betriebe eingeschränkt waren, die selbstständig waren, die enorme Verluste erlitten haben. Und natürlich, das haben wir alle gespürt, die soziale Verletzlichkeit, die Bindung, die Kontakte, die wir alle nicht mehr hatten. Und wir haben auch analysiert, dass sich diese Verletzlichkeit verändert über die Zeit. Und das prägnanteste Beispiel ist tatsächlich die veränderten Verletzlichkeiten in unterschiedlichen Generationen. Denn zu Beginn war es so, dass gerade die sehr alten Menschen sehr, sehr verletzlich waren, medizinisch sehr verletzlich waren. Und junge Menschen vergleichsweise niedrige medizinische Risiken hatten. Und die kamen auch durch diesen ersten Lockdown gut durch. Da gab es dann sehr schnell die ersten psychologischen Studien, die das zeigten. Aber je länger das dauerte, desto stärker baute sich eine Verletzlichkeit in der jungen Generation auf und reduzierte sich die medizinische Verletzlichkeit bei älteren Menschen. Es gab die Impfung, man wusste besser, wie man behandelt, man wusste besser, wie man schützt. Die war nicht ganz weg, aber so, es gab da eine Verschiebung. Und die Verletzlichkeit gerade der jungen Generation, die sich insbesondere im psychischen Bereich gezeigt hat, die sehr stark zugenommen hat, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in sehr vielen Ländern so, und die sich nicht nur herleitet durch die Maßnahmen selbst, also dadurch, dass Schulen geschlossen waren, Kitas geschlossen waren, so viele Freizeitangebote nicht mehr zur Verfügung standen, so lange Dinge nicht passieren konnten, die Abibälle, die Partys, all das, was man braucht, so für die soziale Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur dadurch, sondern auch, das ist sehr gut belegt inzwischen, durch die krisenhafte Erfahrung selbst, also durch das Sein in der Pandemie, ganz unabhängig von den Einschränkungen, die hat sich sehr stark aufgebaut. Und vielleicht haben Sie das mitbekommen, dass wir gerade vom Deutschen Ethikrat deswegen auch sehr selbstkritisch
Denn auch wir haben den Fokus auf die junge Generation nicht genug gelegt. Wir haben das auch verpasst, so wie wir das gesellschaftlich verpasst haben. Da haben wir eine Verletzlichkeit nicht gesehen. Und die ist jetzt gerade sehr stark und die ist etwas, das wir gesellschaftlich angehen müssen. Und wir haben eine ganze Reihe von Empfehlungen formuliert, wie man in Schulen, in Freizeitbereichen, aber natürlich auch gerade im Gesundheitswesen da verbessern kann. Und ich drücke die Daumen, dass die von der Politik und von denjenigen, die da tatsächlich etwas tun können, aufgenommen wird. Wir haben aber auch gesellschaftliche Verletzlichkeit erlebt. Selbstverständlich die wirtschaftliche in bestimmten Sektoren, das wissen Sie alle. Zu unterschiedlichen Zeiten waren unterschiedliche Bereiche sehr betroffen. Die Freizeitwirtschaft, die Kulturwirtschaft sind Bereiche, wo es sehr lange sehr, sehr schwer war. Aber auch ein Bereich, ein Sektor, der besonders verletzlich war, eigentlich die gesamte Zeit, waren die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, gerade auch die Pflege. Das ist etwas, das hören Sie immer wieder. Das ist ein Bereich gewesen, der war die ganze Zeit belastet und ist immer verletzlicher geworden. Immer mehr Menschen haben ihn tatsächlich auch verlassen. Da wurde kompensiert, aber das konnte trotzdem nicht die Verletzlichkeit ganz auflösen. Und wir haben erlebt gesellschaftlich eine neue Form der Verletzlichkeit, epistemische Verletzlichkeit. Wir haben erlebt, dass wir in dynamischer Unsicherheit als ganzes Land gelebt haben, dass wir alle, selbst die Expertinnen und Experten, nicht genau wussten, was wir eigentlich tun sollen, dass es ständig neues Wissen gab, dass man immer wieder neu reagieren musste, dass dieses verdammte Virus sich ständig verändert hat und man immer wieder neues Wissen integrieren musste. Das ist extrem anstrengend für eine Gesellschaft. Das machen wir sonst über Jahre und Jahrzehnte und so ein bisschen auch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle in Expertenkommissionen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und das haben wir live und in Farbe die ganze Zeit mitbekommen. Und es war die erste Pandemie, die es je gab, die begleitet war durch ein Phänomen, das sich Infodemie nennt. Das haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Das war die Begleitung der Pandemie durch Fake News. Durch Missinformation. Es ist sehr schön belegt von den Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Fake News gab es schon länger. Nur denken Sie an amerikanische Präsidentenwahlen oder denken Sie an medizinische Missinformation. Das ist etwas, das wir kennen. Verschwörungstheorien hat es auch schon immer gegeben. Aber die Pandemie war ein Phänomen, das richtig stark begleitet war, parallel zu diesem zu dieser dynamischen Unsicherheit eine ganz starke Zunahme von medizinischen und auch anderen Fehl- und Falschinformationen. Ist sehr gut messbar. Ich komme gerade, heute Morgen war noch die Sitzung des Expertinnenrats der Bundesregierung und da hat der Ralf Hertwig einen Vortrag gehalten mit Daten über die gesamte Zeit. Man kann das richtig sehen, man kann das messen. Da gibt es sehr viele gute Studien. Und das hat zu dieser epistemischen, also zu dieser Wahrnehmungsverletzlichkeit von uns als Gesellschaft geführt. Und die hat direkte Effekte. Das reduziert das Vertrauen, dieses Vertrauen in eine funktionsfähige, starke Gesellschaft, aber auch darin, dass alles irgendwie grob funktioniert und gut geht und sich Risiken irgendwie greifen und fassen und bewältigen lassen. Und die Komplexität dieses Lebens, die wir ja aushalten müssen, wir alle ständig und immer, dass die irgendwie greifbar und habbar wird. Das ist ja Vertrauen. Und das ist angegriffen worden. Auch das kann man messen. Und da gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Infodemie, also je mehr Falschinformation und je mehr Menschen ihnen glauben, desto mehr nimmt dieses gesellschaftliche Vertrauen ab. Und der Ralf Hertwig hat sogar gesagt, er macht sich Sorge, dass wir das jetzt weiter erleben. Und hier kommt die erste Übertragung weg von der Pandemie hin in die heutige Krise, denn das geht weiter. Das Phänomen von Fake News, das Phänomen von zugespitzten, halbrichtigen, halbfalschen Informationen, jetzt aber über den Krieg oder über den Blackout oder über die Energieversorgung, das geht weiter. Und das Vertrauen nimmt weiter ab.
Und Sozialpsychologen machen sich da tatsächlich Sorgen, dass wir solche Kipppunkte erreichen können, dass es sehr schwer wird, dieses Grundgefühl, dass das doch irgendwie alles funktioniert, das wir brauchen eigentlich, um gemeinsam gut zu leben, dass das einen Schaden nehmen kann. Das haben wir im Deutschen Ethikrat nur für die Corona-Pandemie beschrieben, als eine der großen Herausforderungen und eine der neuen Verletzlichkeiten, die wir in unseren Gesellschaften feststellen. Und wir haben eine große Empfehlung formuliert, dass wir, wenn wir zukünftig besser vorbereitet sein wollen auf Krisen, wenn wir zukünftig diese Vulnerabilitäten greifen, erfassen, vermindern und verbessern wollen, dann müssen wir tatsächlich einen sehr starken Fokus auf diese Vulnerabilität legen. Wir müssen wissen, wer wird in einer Krise vulnerabel? Wer sind die Gruppen? Das war in der Pandemie, waren es erst die Hochaltrigen. Das wusste man sehr schnell. In der Energiekrise sind das andere. Das kann in der Klimakrise wieder anders sein. Wir müssen schneller die Gruppen feststellen, die besonders vulnerabel sind. Wir müssen mit der Dynamik des Wissens umgehen. Denn auch jetzt wissen wir immer noch nicht, wie dieser Krieg ausgeht. Und wir wissen sehr, sehr viel über die Klimakrise. Aber wie genau wir es hinkriegen, dass wir in unseren Gesellschaften das Richtige tun, um dieser enormen Herausforderung Herrin und Herr zu werden, das wissen wir auch immer noch nicht. Und wir haben die große, große Herausforderung der Fake News, die weitergehen und die sich gerade auch wieder mit Blick auf Energie, aber auch auf die Klimakrise verstärken. Ich komme zum zweiten Begriff, der Begriff der Freiheit. Und damit bin ich im Hier und Jetzt. Nach der Rückschau, nach der Problemanalyse kommen wir zum Hier und Jetzt. Auch da leider Problemanalyse. Aber lassen Sie mich beginnen mit etwas ganz Einfachem, mit etwas ganz Klassischem aus der Tradition des Liberalismus. Der Liberalismus hat zwei Freiheitsbegriffe, von denen ich durch und durch überzeugt bin, dass sie tatsächlich unser aller Leben durchwirken und bestimmen. Und all die Philosophinnen und Philosophen und all die Juristinnen und Juristen hier im Raum bitte ich jetzt schon um Verzeihung, dass ich das jetzt relativ schlicht und mit dem Holzhammer mache. Sie wissen, dass das eine tief schürfende Diskussion ist. Aber ich glaube, wir brauchen vor allem die Grundbegriffe, die wir uns einmal vor Augen führen müssen. Es gibt zwei Freiheitsbegriffe. Einmal den negativen Freiheitsbegriff und den positiven Freiheitsbegriff. Das ist von Isaiah Berlin so formuliert worden. Aber das ist eigentlich etwas, was seit John Stuart Mill und John Locke und den klassischen Liberalismus-Diskussionen immer wieder eine Rolle spielt. Das negative Freiheitsverständnis ist die Freiheit von. Die Abwehrrechte, die greif nicht in mein Leben ein, greif nicht in meine körperliche Integrität ein, lass mich in Frieden, lass mich frei sein. Das ist der negative Freiheitsbegriff, dass ich mich abgrenzen kann von Übergriffen, auch als Bürgerin und Bürger gegenüber dem Staat. Das ist ein ganz wichtiger Freiheitsbegriff. Wir sehen gerade in Ländern wie dem Iran, wie stark der gefährdet sein kann, wie sehr dort eingegriffen wird in die fundamentalsten freiheitlichen Abwehrrechte von Menschen. Das positive Freiheitsverständnis ist demgegenüber die Freiheit zu. Also was brauche ich, um überhaupt frei sein zu können, wenn diese ersten sozusagen minimalen Bedingungen der Abwehrfreiheit gewährleistet sind? Was brauche ich dann, um als Freier unter Freien leben und interagieren zu können? Und das ist das positive Freiheitsverständnis. Da geht es um die Voraussetzungen, frei zu sein, um das, was ich brauche, um die Ressourcen. Und das ist tatsächlich der gesellschaftliche Teil des Freiheitsverständnisses. In meinem Fach, also es ist der Teil, der auch die Anspruchsrechte an den Staat definiert. Also warum dürfen wir bestimmte Dinge vom Staat auch erwarten? Und in meinem Fach in der Medizinethik, wo wir ja sehr viel mit Menschen zu tun haben, die von vornherein schon betroffen sind und verletzlich sind, konfigurieren wir das als
relationale Selbstbestimmung. Also das Praktischwerden der Freiheit ist ja die Selbstbestimmung, dass man so leben kann, wie man möchte, so entscheiden kann, wie man möchte. Und da unterstreichen wir, wenn Sie so wollen, diese eigentlich anthropologische Grundkonstante, dass wir Dinge brauchen und gemeinsam miteinander vernetzt sind, um frei leben zu können. Und wenn Sie das jetzt sehr theoretisch finden, das verstehe ich, dann machen Sie sich klar, dass wir diese zwei Freiheitsbegriffe in unserer Gesellschaft die ganze Zeit austarieren. Das ist das, das sind die Pole dessen, was uns frei sein lässt, die wir gemeinsam aushandeln. Die ganze Zeit. Und das ist etwas, was geprägt von seinem Lehrer und Weggefährten und auch Vorbild Friedrich Naumann, auch Theodor Heuss umgetrieben hat. Denn er hatte, Sie haben den bürgerlichen Liberalismus, lieber Ressel, erwähnt, er hatte ein sehr positives Freiheitsverständnis. Er hatte keinen ausschließlich auf Abwehrrechte bezogenen, sehr individualistischen, was bin ich und wo musst du mich sozusagen in Ruhe lassen, sondern er hatte ein sehr positives Verständnis davon, was der Staat den Bürgerinnen und Bürgern geben soll. In einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war, in den 20ern, 30ern des letzten Jahrhunderts, hatte er einen ermöglichenden Freiheitsbegriff, politische Partizipation, Teilhabe an Wohlstand in der sich entwickelnden Massengesellschaft, aber auch Sozialpolitik. Die Anspruchsrechte daran, dass bestimmte Grundvoraussetzungen gewährleistet sein sollen an Bildung, an medizinischer Versorgung, daran, wie Menschen leben und so weiter und so fort. Und das war sein liberales Ideal. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm, das sagt, und da sehen Sie den liberalen Primat beim Individuum. Das ist hier kein kollektivistisches Denken, aber Sie sehen den Zusammenhang auch mit diesem gemeinsamen Freiheitsbegriff, mit dieser vernetzten Freiheit. Und das ist ein Satz von ihm, der besagt, auf der inneren Freiheit des Einzelnen gründet die äußere Freiheit der Vielen. Die Freiheit der Vielen, die war ihm wichtig. Und es gibt ein ebenso schönes Zitat von Dieter Langewiesche, das ich Ihnen einmal vorlesen möchte, der das so interpretiert hat. Ein Liberalismus, der die Individualrechte des Einzelnen vor die Ansprüche der Gemeinschaft an die Spitze der Wertehierarchie stellt, war für Heuss zwar ein wichtiges Korrektiv, aber eben doch nur ein Korrektiv an der Demokratie, nicht ihr Fundament. Und jetzt fragen Sie sich, warum erzählt die uns das denn? Das ist uns doch eigentlich klar, wir kennen den Heuss viel besser als die Büchs. Ja, wir sind hier in Stuttgart und das ist unser Bürger. Und warum reitet die denn jetzt so darauf herum? Und damit komme ich zur Gegenwart, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich die öffentlichen Debatten anschauen dieser Tage, dann sehen Sie dort zum Teil, nicht überall, aber Sie sehen eine sehr starke Betonung eines sehr negativen Freiheitsbegriffs. Eines Freiheitsbegriffs, der auf das Ich gerichtet ist. Der sagt, lass mich in Ruhe mit diesem ganzen Kram. Ich möchte nicht mehr, dass du mir staatlich etwas vorordnest. Lass mich in Ruhe mit Masken, lass mich in Ruhe mit irgendwelchen Maßnahmen und lass mich auch in Ruhe damit darüber nachzudenken, wie lange ich duschen soll und wie viel ich heizen soll und ob ich noch böllern soll und ob ich mir über das Klima Gedanken machen soll. Lass mich in Frieden. Ich will das entscheiden. Fordere das nicht von mir ein. Das heißt, da wird sehr stark die Freiheit des Individuums betont, die, um das nur noch mal zu unterstreichen, das Fundament ist einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber dieses Ich wird überbetont und es wird ein wenig negiert bis hin zu ignoriert, dass wir eben auch Bedingungen eines positiven Freiheitsverständnisses brauchen, um gut gemeinsam leben zu können. Es gibt eine sehr schöne Karikatur dieser Darstellung, die ich aus dem Englischen übertrage, die das
so ein bisschen vergleicht mit der Hauskatze. Ich bin überhaupt kein Katzenmensch, ich bin ganz kleine Hundeperson. Und ich weiß, das ist für viele hier, die Katzenleute sind schwierig auszuhalten. Das ist ja auch so ein bisschen eine polarisierte Diskussion. Aber jedenfalls gibt es diesen schönen Ausspruch oder dieses Bild der Hauskatze, die überzeugt ist von ihrer totalen Unabhängigkeit. Während sie absolut abhängig ist von einem System, das sie weder versteht noch wertschätzt. Das ist eine bewusste Überzeichnung. Aber es fängt ein wenig ein Phänomen ein, das wir im Gesundheitswesen tatsächlich kennen. Solange wir fit sind und gesund, wollen wir mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Und wir sind kraftvoll, wir sind stark, wir sind ich. Wir bestimmen, wie wir uns behandeln. Und wir wollen nicht was machen für die allgemeine Gesundheit, für Public Health. Wir wollen nicht für andere, mit denen wir gar nichts zu tun haben, die wir überhaupt nicht kennen, was sollen wir uns für die zurücknehmen? Sobald wir dann krank sind, wollen wir unbedingt natürlich die Infrastruktur unseres Gesundheitswesens. Weil wir das als völlig selbstverständlich ansehen, dass es da ist. Und das ist ein Phänomen, das mich besorgt. Weil das tatsächlich nichts ist, was nur noch an irgendwelchen Rändern passiert, sondern was relativ intensiv in den öffentlichen Debatten, wenn sie den Medien folgen, verhandelt wird. Und was ich verstehe, lassen Sie mich das nochmal unterstreichen. Ich verstehe, woher das kommt. Wir sind alle wundgescheuert. Wir sind alle überlastet. Wir hatten keine Zeit zum Durchatmen. Wir mussten ständig was für andere tun, in irgendeiner Art und Weise. Und wir sind ausgelaugt. Und wir hatten nicht diese Zeit, uns mal wieder nur auf uns selber zu besinnen und eben diesen Heilungsprozess sowohl für uns selbst als auch dann gemeinsam zu durchlaufen. Und das ist das, was ich initial meinte. Und ich sage Ihnen das deswegen, weil das eine dunkle Seite hat. Es gibt ein ganz bemerkenswertes Buch, das vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen erst erschienen ist, von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Das nennt sich Gekränkte Freiheit. Und das ist, wenn diese, sagen wir mal, nur etwas egoistische Ich-Bezogenheit, die man irgendwie noch verstehen kann, dass man doch sehr stark auf die Abwehrrechte und diesen negativen Freiheitsbegriff fokussiert. Wenn das überkippt in ein vollständiges Ablehnen, ein aktives, starkes Ablehnen aller sozialen Verpflichtetheit und aller Bindungen, Ligaturen, würde Ralf Dahrendorf das nennen. Also das sind nicht nur die Beziehungen, die sozialen Beziehungen, das sind kulturelle Verflechtungen, all die sozialen Dinge, die uns eben binden und halten. Auch Dahrendorf ja ein erstklassiger Liberaler. Diejenigen, die in diesem Buch interviewt werden, es ist ein qualitativ aufgearbeitetes Buch, in dem sozusagen Geschichten und Interviews dargestellt werden aus der Mitte der Gesellschaft. Unterschiedlichste sozusagen Wege von Menschen, die Impfskeptiker sind oder Querdenker waren, aber auch anderen Verschwörungstheorien anhängen und die ganz klar sagen, ich lehne jegliche Solidarität, jede gesellschaftliche Solidarität ab. Amlinger und Nachtwey nennen das den libertären Autoritarismus, weil dieses Ablehnen autoritär ist, darin jegliche solidarische Beteiligung abzulehnen, bis hin zu Gewalt. Und wir haben alle gerade etwas ganz Irres erlebt vor einigen Tagen, einen versuchten Staatsstreich. Und wenn Sie sich die Begründungsfiguren, die da aufgezeichnet werden und die jetzt nachgearbeitet werden, anschauen, dann erkennen Sie dieses Moment der gekränkten Freiheit, des Ablehnens unseres gemeinschaftlichen Gemeinwesens, das dann noch politisch gewendet wird hin zu einem, wir müssen das ganze System ersetzen. Das heißt, und das hat auch der Ralf Hertwig, der heute neue Daten vorgelegt hat,
dazu, wer dieser Art von gekränkter Freiheit und diesem autoritären Libertarismus anhängt, wer besonders stark sich beeinflussen lässt von Fake News, wessen Vertrauen ganz verschwunden ist in dieses Gemeinsame, das wir zusammen haben, und wer auch zu Gewalt neigt, dann sind das einige Prozent in der Gesellschaft. Das sind Randphänomene noch immer, aber sie sind nicht winzig. Und wir dürfen sie nicht ignorieren. Sie sind extrem wichtig und sie machen mir, das will ich ganz offen sagen, Sorgen. Und damit haben sie es geschafft, dass wir durch den betrüblichen Teil dieses Vortrags gekommen sind. Ich sage das deswegen so eindringlich. Ich weiß, dass das kontroverse Dinge sind und dass wir das auch gar nicht so gerne hören, dass diese Diagnose schwierig ist, gerade weil wir sie vielleicht so gut verstehen. Weil wahrscheinlich die meisten von uns solche Momente hatten, in denen wir gedacht haben, oh Gott, lass mir alle in Frieden mit dem ganzen Zeug. Aber was wir auf keinen Fall zulassen dürfen, ist, dass das die sorgfältig austarierte Balance zwischen diesem positiven und negativen Freiheitsbegriff in Gefahr bringt und wir zu stark in eine zu individualistische und vor allem zu polarisierte Gesellschaft gehen, in der es immer mehr Menschen gibt, die selbst mit Gewalt bereit sind, diese Ich-Bezogenheit zu verteidigen. Und damit komme ich zur Zukunft und zur Resilienz. Frau Fetzer hat den halben Vortrag, den ich halten wollte, hier schon gehalten. Sie hat Ihnen vier Dimensionen einer resilienten Gesellschaft vorgestellt. Ich habe ganz leicht andere Konzepte. Ich beziehe mich letztlich auf einen, wenn Sie so wollen, sehr generischen Resilienzbegriff, den wir auch im Ethikrat verwandt haben. Der stammt ursprünglich aus der Individualpsychologie. Das ist fast so ein bisschen ein Modewort geworden in den letzten Jahren. Das hören Sie überall, alles ist resilient. Aber es ist tatsächlich auch etwas, was für alles relevant ist. Denn es bedeutet eigentlich nicht viel mehr als Widerstandsfähigkeit, es kommt vom sozusagen abtropfen lassen, aushalten können, Anpassungsfähigkeit, die Fähigkeit zu reagieren, auch ein Stück weit zu absorbieren und individualpsychologisch ganz wichtig, und das ist etwas, von dem ich mir wünsche, dass wir es übertragen, auch auf die gesellschaftliche Resilienz, lebensmutig. Das ist die Haltung von Resilienz. Die ist im Übrigen absolut vereinbar mit Vulnerabilität. Sie können gleichzeitig verletzlich sein und trotzdem resilient. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, die schwerst behindert zum Beispiel sind, schwere Behinderungen haben und die gleichzeitig extrem resiliente Menschen sind, obwohl sie bestimmte klare Vulnerabilitäten haben. Das ist nur ein Beispiel von sehr viel. Und wir haben das vom Ethikrat übertragen auf gesellschaftliche Resilienz und haben untersucht, was brauchen wir, was können wir und was müssen wir in der nächsten Zeit aufbauen, um für diese Perma- und Multikrise und in dieser Perma- und Multikrise besser gerüstet zu sein. Und das überrascht Sie jetzt nicht. Es sind Aspekte in den beiden Kategorien, die ich erwähnt hatte. Wir müssen bestimmte Vulnerabilitäten reduzieren und wir müssen die Balance der negativen und positiven Freiheit in dieser fruchtbaren Spannung halten und nicht zulassen, dass es in einen autokratischen Kollektivismus auf der einen Seite kollabiert. Das würde Theodor Heuss auch niemals zulassen, immer nur das Korrektiv. Deswegen ist das so ein schönes Zitat von Herrn Langewiesche, aber eben auch nicht in eine individualistische, unser aller Verknüpftheit negierende Welt hineingehen. Und da hat meine Kollegin, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin keine Philosophin, aber sie ist Philosophin und so ein ganz bisschen habe ich ja zumindest auch die Philosophie gelernt, Sabine Döring, hat das sehr schön formuliert in ihrer Dahrendorf-Lecture, in der sie eben auch diese Balance des
negativen und positiven Freiheitsbegriffes ausleuchtet und sagt, wir brauchen in einer Gesellschaft, in der wir das in der Balance halten wollen, damit alle möglichst viel ihrer individuellen, ich-bezogenen Freiheit ausleben können, eben die Stärkung der Institutionen, die diese grundlegende Solidarität, die wir brauchen für den positiven Freiheitsteil, die müssen wir stärken. Was müssen wir also tun? Und ich skizziere Ihnen in den letzten Minuten wirklich nur das ein oder andere an Hinweisen. Die Ethikerin darf sich das immer erlauben, nicht bis ganz zum Ende praktisch durchzudenken, wie es dann geschehen soll. Das müssen andere tun, die Politik und die Expertinnen und Experten in diesen jeweiligen Bereichen. Aber, und das ist unser großes Privileg, wir dürfen zumindest den Bogen einmal schlagen dahin, was wir tun sollten. Und das möchte ich durchaus praktisch versuchen. Beginnen wir bei der individuellen Vulnerabilität und bei der Stärkung der Balance von positiver und negativer Freiheit. Das erste und eigentlich simpelste ist, ich hatte es schon erwähnt, wir müssen die Vulnerabilität erkennen, schneller. Und das tun wir gegenwärtig nicht. Wir messen Vulnerabilität nicht in unterschiedlichen Dimensionen und wir erfassen sie überhaupt nicht systematisch, sondern immer nur mal so hier und da. Wir kriegen das irgendwie mit, weil sich Daten so verdichten. Es gibt Instrumente, um Vulnerabilität zu messen. Es gibt sogenannte Vulnerabilitätsindizes. Und hier gehe ich jetzt in den Bereich, den ich dann sofort den Expertinnen und Experten in diesem Bereich überlassen möchte. Diese Art von Instrumenten müssen wir nutzen. Wir müssen mutiger werden, tatsächlich auch nachzufragen, wer könnte weshalb vulnerabel sein. Und das nicht missverstehen als irgendwie eine Stigmatisierung, dass wir die besonders Schwachen irgendwie besonders hervorheben und sie dadurch vielleicht demütigen wollen. Sondern wir müssen, wenn wir wirklich resilient werden wollen, Vulnerabilitäten schnell erfassen und dann schnell reagieren können. Ganz besonders gilt das, und das möchte ich einfach auch wegen der Empfehlung noch einmal unterstreichen, für die psychische Gesundheit. Die ist untererfasst. Wir haben ein schweres Trauma als Gesellschaft erlebt. Die Anfragen im Bereich der psychischen Gesundheit sind hochgeschnellt. Der Bedarf ist riesig. Und zwar nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei älteren Menschen. Und da wird noch sehr viel mehr kommen, wenn diese Krisen weitergehen. Und eine psychische Gesundheit, die wir nicht anschauen und auf die wir nicht reagieren, auch als gesellschaftliche Vulnerabilität, die stellt ein Problem für uns dar. Drittes Problem, auch untererfasst, Einsamkeit. Ein großer Vulnerabilitätsfaktor in unseren immer vereinzelteren Gesellschaften ist die Einsamkeit. Wir haben viele Strukturen abgebaut, gesellschaftliche Strukturen, durch die Art, wie sich unser Leben verändert hat. Und das hat auch sehr viel Gutes. Wir sind auch sehr viel stärker in digitalen Räumen unterwegs. Aber Einsamkeit nimmt zu. In allen Alterskategorien, insbesondere im Alter. Die Zahl der Menschen, die in den letzten 2 Wochen mit niemandem interagiert haben, also nicht so wie Sie hier alle sitzt, in einem gemeinsamen Austausch ist, mit jemandem gesprochen hat. Die Zahl der Menschen, die mit niemandem Kontakt hatten in den letzten 2 Wochen, ist fürchterlich hoch, insbesondere in den älteren Generationen. Und das ist ein, da spreche ich kurz als Ärztin, ein völlig untererfasstes medizinisches Problem, weil das ein großer Krankheitsfaktor ist, aber es ist auch eine Vulnerabilität, die wir uns stärker anschauen sollten. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten, das nicht nur medizinisch zu lösen, sondern aus der Zivilgesellschaft. Es gab mal so eine kurze Phase in England, als ich da gelebt habe, der Big Society, da wurden so verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen entwickelt, um Einsamkeit anzugehen. Da gibt es ja auch ein Einsamkeitsministerium und so. Also das ist alles ein bisschen versandet. Aber tatsächlich gibt es sehr, sehr viele schöne Beispiele, die so nachbarschaftliche und kommunale Strukturen tatsächlich ansetzen, um individuelle Vulnerabilität im Sinne der Einsamkeit abzubauen. Und da komme ich jetzt kurz noch einmal auf das Welcome Back Projekt. Das ist ein wunderbares Projekt, um Vulnerabilitäten abzuholen, anzuerkennen, so einer allerersten
Bearbeitung zukommen zu lassen und in diesen verschiedenen Angeboten dann zu verzahnen mit Angeboten für psychische Gesundheit, wenn jemand tatsächlich noch mehr braucht. Und mir ist gestern hat jemand, ich hoffe, Sie sind hier im Raum, eine E-Mail geschrieben, dass es so eine Art interagierendes Folgeprojekt gibt zur psychischen Gesundheit bei jungen Menschen, das tatsächlich geleitet ist auch von dieser Idee des ursprünglichen Welcome-Back-Projektes. So etwas brauchen wir überall, das ist absolut exemplarisch. Wir müssen aber auch gesellschaftlich und strukturell ran. Wir haben vom Ethikrat gesagt, um Vulnerabilität abzubauen und resilienter zu werden, müssen wir mehr lernen. Christopher Gohl, auch einer der Vordenker, gerade auch der liberalen Partei in Deutschland, hält das sogar für eine der Grundvoraussetzungen der Demokratie, die lernende Demokratie, die in der Lage ist, sich zu transformieren und sich anzupassen. Und wir haben da so ganz langweilige Sachen gesagt. Pflicht zur Wissensgenerierung hat man auch noch nicht gehabt, dass das ein Ethikrat sagt. Und natürlich geht es da um den Umgang mit Daten und die Nutzung der Digitalität. Und ich habe da tatsächlich den ein oder anderen Impuls gesetzt, gerade auch in der letzten Zeit. Denn man muss dann über so unsexy Dinge nachdenken wie Verwaltungsreform, und eben das Austarieren von Datennutzung, Datennutzungskultur und Datenschutz. Übrigens nicht ein Erniedrigen der Datenschutzstandards. Darum geht es überhaupt nicht. Da bin ich auch sehr unglücklich, dass das ein wenig verkürzt dargestellt wurde. Sondern es geht darum, eine bessere Datennutzungskultur, eine mutigere, eine schnellere und eine pragmatischere. Und was im Moment passiert ist, und deswegen hatte ich diesen Impuls gesetzt, ist, das wird verdrängt durch die aktuelle Krise. Und man denkt, das machen wir dann später. Nein, das muss man jetzt unbedingt machen, weil es extrem wichtig ist dafür, dass wir überhaupt resilient sein können. Das ist nicht was, was wir dann irgendwann mal machen. Das ist ein zentral wichtiges Anliegen. Und genauso entscheidend und mir vermutlich eigentlich am wichtigsten, ein Punkt kommt da noch, aber deswegen sage ich es jetzt hier einmal, das ist, dass wir entschiedener gegen die Polarisierungen vorgehen müssen, die wir in unseren öffentlichen Debatten sehen, und dass wir sehr viel entschiedener und besser werden müssen gegen Fake News, gegen Missinformation und gegen Verschwörungstheorien. It's not rocket science, wie man im Englischen sagt. Es gibt da sehr, sehr viel. Es gibt viele, viele Initiativen und Formate. Es gibt die Fact-Checker. Aber die sind klein, das ist alles so ein bisschen verästelt, da ist noch nicht richtiger Bums dahinter, das ist noch nicht richtig groß, das ist noch nicht ordentlich skaliert. Man muss an die Plattform ran. Wir sehen gerade, was passiert, wenn Elon Musk Twitter übernimmt, dann brechen da Dämme, also wer von Ihnen auf Twitter ist, weiß, die letzten zwei Wochen hatte ich da nicht so wahnsinnig viel Spaß und Sie wahrscheinlich auch ein bisschen weniger, denn da verändert sich auch gerade etwas. Das ist etwas, da müssen wir auf der Hut sein. Das ist ein ganz dickes Brett, das wissen Sie, dass das auch regulatorisch in der EU natürlich erkannt ist. Aber das müssen wir auch in Deutschland tun und es ist auch kein Naturgesetz, dass die Algorithmen so geschaltet sind, dass man von der einen Fake News Nachricht oder dem einen Fake News Video sofort zum nächsten kommt. Das ist so, weil die Algorithmen genauso programmiert sind, weil man weiß, das funktioniert und dann ist die Aufmerksamkeitsökonomie besser, dann bleiben die Leute länger auf den Seiten, klicken mehr und so weiter, das bringt irgendwie etwas, aber es ist kein Naturgesetz. Ließe sich ändern, haben sich viele kluge Leute sehr viele gute Gedanken dazu gemacht, aber das Simpelste wäre eigentlich, wir würden zumindest mal unser deutsches geltendes Recht durchsetzen. In diesen digitalen Räumen, in denen sich Missinformation und zum Teil, weil das sehr, sehr stark zusammenhängt, auch Hass und Bedrohung ihre Bahn brechen. Und am Ende des Tages betrifft das auch uns alle, wie wir in diesen Räumen interagieren. Und damit bin ich natürlich schon bei zwei wichtigen Akteuren. Der Deutsche Ethikrat hat sehr stark unterstrichen, und das ist etwas, was nicht gut parteipolitisch funktioniert, dass es auch in der Verantwortung der Politik liegt, stärker den Zusammenhalt, dass wir das Ermöglichende all unserer Freiheitsgrade zu betonen und da vielleicht ab und zu den Streit, den produktiven Parteienstreit beiseite zu legen und größer für das ganze Land zu denken. Und natürlich sind auch die Medien in der Verantwortung. Das ist etwas, was sehr schwer zu formulieren ist, als jemand, der selbst in den Medien ist, weil es gleich wie so eine Medienschelte rüberkommt, lassen Sie mich unterstreichen, dass es das wirklich nicht sein soll.
Aber Medien sind der zentrale Verstärker dieser Phänomene, die ich Ihnen beschrieben habe. Und die meisten Medienschaffenden, mit denen ich zu tun habe, sind selbst bekümmert, was passiert und wie gereizt und zum Teil verroht unsere öffentlichen Diskurse sind. Da wünsche ich mir neue Ideen, wie man selbst unter dem ökonomischen Druck der Aufmerksamkeitsökonomie, also unter dem finanziellen Druck der Aufmerksamkeitsökonomie, die einen ja letztlich zwingt, auf die Klicks zu gehen, auf das, was aufregt, auf das, was zuspitzt, auf das, was polarisiert. Da erwarte ich mir auch von Seiten der Medien neue Konzepte, wie man das angehen kann und wie man auch besser diesen Verkürzungen und Fake News und all diesen Phänomenen entgegentreten kann. Und als letztes möchte ich, und das wirklich nur andeuten, weil es das dickste Brett ist, und ich bin sicher, hier sitzen Juristinnen und Juristen, die sich darüber vielleicht ein bisschen lächeln werden, aber wir haben tatsächlich auch ein bisschen ein Mismatch zwischen negativ und positivem Freiheitsverständnis in unserem Rechtssystem. Unser Rechtssystem ist prinzipiell individualistisch verfasst. Und das ist auch gut so. Das ist ja wichtig, das Verhältnis des Individuums zur Allgemeinheit und zum Staat auszutarieren. Da beginnt man beim Individuum. Insbesondere, wenn man auch an unsere historische Vergangenheit denkt. Aber es gibt, und das habe ich in einem sehr schönen juristischen Aufsatz gelesen, es gibt das Problem, dass das bedeutet, dass Dinge wie das Allgemeinwohl ganz schwer juristisch zu fassen sind und zu konfigurieren sind. Und auch, das war, ist ein wörtliches Zitat, ungern von Juristen in den Mund genommen werden. Und ich glaube, da kann ein bisschen Stärkung gut tun. Wir sehen das insbesondere eben im Bereich der Datennutzung, die ganz stark individualorientiert ist, wo wir gar nicht so diese Idee haben, dass Daten etwas Gutes für die Allgemeinheit sind und dass man das irgendwie austarieren könnte. Und wir sehen es eben auch bei Hass und Desinformation im Netz, wo wir es nicht mal schaffen, die Individualrechte zu schützen und schon gar nicht irgendwie rechtlich zu fassen, was die negativen Effekte auf unsere Gesellschaften sind, die durch diese verschiedenen Phänomene entstehen, ob man die in irgendeiner Weise eigentlich in ein rechtlich verfasstes System bringen könnte. Da gibt es sehr, sehr viel spannende Arbeit. Und da eine Resilienzstärkung unserer Rechtsordnung anzugehen, glaube ich, wäre sehr lohnenswert. Meine Damen und Herren, das ist eine lange Liste von Dingen, die ich Ihnen jetzt aufgeblättert habe. Aber sie sind alle machbar. Nichts davon ist irgendwie komplett verrückt, hoffe ich jedenfalls, dass Sie das nicht denken. Das meiste davon ist relativ konkret und bei allem wissen wir, wie wir es machen müssen, weil viele, viele schlaue Menschen sich das längst überlegt haben. Und deswegen ende ich tatsächlich in tiefer Zuversicht. Ich glaube, wir haben diese Erschütterungsmomente, die wir nicht verarbeiten konnten, noch nicht übertragen in ein mutvolles Umsetzen. Aber wir haben eigentlich alles, was wir tun müssen. Wir müssen es nur jetzt wirklich angehen. Und zwar in dem Bewusstsein, dass das nichts ist, was wir weglegen können, sondern dass es jetzt so bald wie möglich und so schnell wie möglich passiert. Und ich bin mir ganz sicher, dass es uns gelingen wird, schon noch in diesem Jahr erste Dinge zu tun. Da bin ich sehr optimistisch, aber insbesondere im nächsten und in den nächsten Jahren auszutarieren, wie wir gut miteinander leben können in diesem Spannungsfeld aus Vulnerabilität, die uns eigen ist, aus einem Freiheitsverständnis, das eine gut ausbalancierte Einheit ist, aus positiven und negativen Anteilen und aus erstarkter und verstärkter Resilienz. Da glaube ich ganz fest dran und ich freue mich darauf, wenn wir das als Gesellschaft gestalten können. Vielen Dank. Danke.